Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, wir werden uns heute anschauen für alle 12 Sternzeichen, aber immer einzelne. Ich werde immer jedes Sternzeichen hochladen, sobald ich auch die Zeit habe, ne? Das wisst ihr ganz genau. Werden wir uns deine Anziehungskraft, ne? Deine Anziehungskraft in der Liebe. Das ist eine Anfrage von euch gewesen, sozusagen von einer Abonnentin, die hat gefragt, ob ich nicht mal ein Liebesvideo drehen werde, ne? Dass es tatsächlich nur um die Liebe geht. Das ist ja ein wichtiges Thema bei euch. Das ist ja auch schön. Liebe ist etwas Schönes. Das brauchen wir alle. Und das ist jetzt nicht die Liebe, die wir so kennen. Das ist ja auch die unendliche Liebe, ne? Diese Liebe, wo hinausgeht von der Maya-Illusion. Ne? Das wisst ihr ganz genau. Davon rede ich immer. Das ist sehr wichtig. Ne? Diese Legung muss nicht mit dir in Resonanz gehen. Bitte nimm nur das, was auch in Resonanz gehen kann. Hör dir auch deine anderen Energien an, dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und auch dein Venussternzeichen. Ne? Es geht dir ja um die Liebe. Dann kannst du dir auch sozusagen alle anhören und dann valutieren, was mit dir in Resonanz gegangen ist. Diese Legung ist zeitlos. Ich gebe hier keine bestimmte Zeitangabe. Das sage ich immer wieder. Bei Kartenlegen geht es hier um eine Meditation auch. Die Karten helfen uns zu meditieren. Das ist jetzt hier keine Zukunftsprognose. Das verwechseln ganz viele. Hier gibt es auch keine Vergangenheit. Hier gibt es keine Zukunft. Das ist alles hier und jetzt. Die Seele sieht alles in einer Linie. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Seele ist hier und jetzt. Das ist das Allerwichtigste. Das kommt dann auch drauf an, ne, ob das dann für dich wirklich passiert ist oder es kann noch passieren. Ne? Das ist ja dann klar. Dann gibt es ja auch bestimmte Intuitionen, die dann auch mit uns sprechen. Ne? Das ist ja sozusagen etwas, was von der universalen Energie kommt. Und dann können wir ja dann auch das kanalisieren. Ne? Das ist ja dann auch wichtig, dass ich das auch sage. Ne? Weil wie gesagt, hier gibt es keine bestimmte Zeitangabe. Es kommt immer dann auf deine Situation an. Wie gesagt, ob das jetzt mit dir in Resonanz gegangen ist, vielleicht kann das auch morgen passieren. Es kann aber auch passieren, dass es bis zu einem Jahr, ne? Also wie gesagt, ich habe auch diese Erfahrung erlebt, dass bei mir nach einem Jahr sozusagen passiert ist, was die mir gesagt hat, ne? Diese Medium. Das kann auch gut sein, ne? Dass es so an der Zeit sozusagen vorbeigeht, ne? Also wie gesagt, seid da wirklich offen. Und erzwingt euch nicht, ne? Das ist sehr wichtig. Ich erzwinge hier niemanden, ne? Das ist hier sehr wichtig. Okay, ich bitte dich, finde deine Mitte. Schau, dass du dich von deinen Gedanken sozusagen distanzierst, dass du wirklich mal deine Mitte suchst, ne? Visualisiere dich selbst. Ihr werdet immer diesen Intro sehen bei jedem Video. Atme ein und atme aus. Okay, das ist perfekt. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich würde sagen, dass wir gleich starten, um zu schauen, in welcher Situation du dich gerade befindest. Das ist hier eine zeitlose Legung. Hier ist keine bestimmte Angabe. Hier kann deine Vergangenheit drin sein. Auch etwas, was geschehen kann, ne? Das ist hier relativ offen. Es kommt immer drauf an auch, ne? In welchen Energien du gerade auch dich befindest. Ne? Du bist ja nicht nur Krebs, das bedeutet, du kannst dir auch deine anderen Energien anhören. Aber wenn du alle deine Elemente sozusagen bei dem Krebs hast, dann bist du hier auch ganz richtig. Ne? Du kannst dir aber auch diese Legung für jemand anderes anhören. Ne? Okay, ich werde ganz kurz hier mischen und dann werde ich eine Karte im Kollektiven picken für dich, lieber Krebs. Gehen wir mal hierher. Wow, vergeben und lernen. Indem du Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Das ist eine sehr schöne Karte, die wirklich auch eine sehr schöne Bedeutung hat. Das bedeutet hier für mich, ne, lieber Krebs, man lässt hier etwas zurück,
auch wenn man in dieser Beziehung, ne, wir reden hier von der Liebe, wir sprechen hier von Beziehungen mit anderen Menschen, die uns auch Schmerzen zugefügt haben, ne, sind wir hier auch, ne, in diesem Modus, in dem wir hier auch verzeihen können, ne? Das ist ja auch richtig. Denn du bist ja hier und jetzt, ne? Wie die Karte es sagt. Du lebst ja hier und jetzt. Vergangenheit gibt es normalerweise, sagen wir so. Das ist immer eine oder besser gesagt eine Sichtweise, ne? Wir wissen ja ganz genau, wenn man jetzt viele Bücher auch liest und immer wieder an diese Wissenschaft, ne, rausschaut, was die auch sagen, ne, von diesen Zeit. Na, dann weiß man ja auch ganz genau, dass die Seele nicht eine Vergangenheit kennt und nicht eine Zukunft, sondern die Seele sieht alles hier und jetzt. Das passiert alles hier und jetzt. Das bedeutet, ne, dass momentan, wenn du jetzt diese Situation dir auch anschaust, passieren auch gleichzeitig deine Inkarnationen. Also das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, ne? Denn dann da muss man wirklich auch sehr viel sich damit beschäftigen, um diesen Thema auch zu verstehen, ne? Ich hoffe, du verstehst, was ich meinen möchte, lieber Krebs. Das bedeutet hier wirklich, dass die Vergangenheit nur für uns existiert, ne? Nur für sozusagen für die Persönlichkeit, aber für die Seele. Die Seele oder auch der Geist, bei dem Geist, ne, wir wissen ja ganz genau, wir sind nicht nur Seele, wir haben auch einen Geist, da ist es ja ganz anders, da ist die Zeit, ne, aber da ist halt was anderes nicht. Und bei der Seele ist die Zeit hier und jetzt. Das passiert alles hier und jetzt. Das passiert hier alles, ne, in diesem Instant. Das bedeutet, in diesem Augenblick passiert das alles. Und du hast die Fähigkeiten, ne, das zu heilen. Das möchte dir auch diese Karte sagen, ne? Es gibt ja auch bestimmte, jetzt fällt es mir nicht ein, die machen, glaube ich, jetzt fällt es mir aber nicht ein, die machen bestimmte, also mir fällt es nicht ein, lieber Krebs, aber falls es mir einfällt, dann sage ich es dir, ne? Also man geht in Hypnose, genau das ist es gemeint. Da gibt es jetzt ein bestimmter, ich würde sagen, Psychologe, der das auch macht, ne? Mir fällt jetzt aber der Name nicht ein, ne? Wenn ich ihn nicht weiß, sage ich es auch nicht, weil wie gesagt, ich möchte hier nichts Falsches sagen. Aber ich habe auch Berichte gelesen, in dem er diese Kapazität gehabt hat, ne, auf seine sozusagen Klienten, die gekommen sind, ne, das zu heilen mit hier und jetzt, ne? Also diese Kraft haben wir alle Menschen. Das bedeutet hier, du kannst hier eine Situation heilen, ne, lieber Krebs. Du kannst hier Dinge heilen und daraus hast du auch etwas gelernt. Das bedeutet für mich, ne, was ich auch für mich sozusagen rausholen kann, ne? Das ist ja immer, wir gehen nach unserer Intuition. Das bedeutet, du hast auch von alten Beziehungen viel gelernt, auch wenn diese Beziehung negativ gewesen sein könnte, ne? Also ich meine negativ, ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Man benutzt hier diese Wörter, ne? Das ist ja auch klar. Negativ, du hast nicht nur das Negative erlebt mit dieser Person. Also ich stelle mir ganz viele Menschen vor, die auch Kinder haben miteinander und dann sagt man ja, aus dieser Beziehung habe ich dich gewonnen, ne? Kindern habe ich gewonnen, die wirklich auch mein Leben bereichert haben, ne? Sie haben etwas zugefügt in mir. Das meine ich damit, ne? Das ist ja auch so eine kurze Aufklärung, damit du auch verstehst, was ich meine. Also von dem her, lieber Krebs, du bekommst jetzt hier sozusagen diese Chance, ne? Dass du hier wirklich auch mehr Liebe bekommen kannst, indem du auch Leute gewisse Situationen auch verzeihen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, ne? Wenn wir nicht verzeihen, wenn wir nicht loslassen, können wir auch nicht weiter fortschauen. Wir können nicht wirklich etwas Gesundes aufbauen, ne, in unserem Leben, weil wir dann immer wieder diese Situation anziehen werden, ne? Das ist hier sehr, sehr wichtig, ne? Deswegen machen wir auch solche Legungen nicht nur, um die Zukunft vorherzusagen, sondern wir holen etwas von unserem Unterbewusstsein, ne? Das ist hier eine Art Meditation mit den Karten, ne? Das ist hier sehr, sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst. Das ist das gleiche wie Arcanum.
Tarnung heißt versteckt, das kommt ja auch vom Latein, eine Seite, die du nicht kennst, das heißt Geheimnis, ne? Also, wie gesagt, da muss man wirklich vorsichtig sein, ne? Okay, wir machen weiter mit den Reflexionskarten für dich, lieber Krebs. Eine Karte bitte im Kollektiven für den lieben Krebs. Eine Karte bitte im Kollektiven für den lieben Krebs. Wow, da hat sich schon eine selbstständig gemacht und eine zweite sogar, lieber Krebs. Du hast hier zwei Reflexionskarten. Kopfkino, also da sollte man wirklich nicht zu viel denken, nicht zu viel sich irgendwie in diese Situation hineinversteigern. Wie ich gesagt habe vorhin, vielleicht denkst du noch wirklich an die Vergangenheit, weil du hast hier Kino im Kopf. Schalte den Film um oder aus. Meditieren ist da ein guter Helfer. Genau, das ist ja das, was ich gesagt habe, ne? Du tendierst hier vielleicht zu sehr in einer Vergangenheit zu sein. Und das ist hier wirklich sehr schön gezeigt, weil, wie gesagt, ich lese auch sehr viel. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wir müssen uns vorstellen, das ist hier eine Zeitlinie. Und die Seele kennt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Sie lebt immer in diesem exakten Punkt, hier und jetzt. Und das ist die Chance, wenn du auch deine weibliche Seite aktivierst und auch bestimmte Dinge loslässt, ne? Die Vergangenheit loslassen kannst. Das ist sehr wichtig. Du hast diese Kraft, du hast dir sozusagen diese Fähigkeiten in dir. Aktiviere sie, ne? Lieber Krebs, aktiviere sie. Selbstzweifel. Ich will, ich kann, ich werde. Selbstzweifel blockieren dich in dem, was du dir erträumst. Also, das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe. Du siehst hier, wie das in Resonanz ist. Du kannst alles, du schaffst das. Du darfst aber bitte nicht in diesen Selbstmitleid reingehen. Das dürfen wir nicht machen. Also, wie gesagt, das könnte ja auch gut sein. Ich sage ja, mit unserer Vergangenheit, ich habe früher auch sehr viel Selbstzweifel gehabt. Ich habe sehr viel auch an mir immer rumgemacht und gedacht, dass ich irgendwie falsch auch sein kann, ne? Das ist ja dann auch klar, wenn man sich ja vorstellt, ach, mache ich das jetzt richtig? Wie wirkt es auf andere, ne? Also ich kann das alles. Ich schaffe es, wenn ich das möchte, ne? Das ist ja diese Kraft, die wir in uns haben, ne? Die müssen wir überwinden. Das ist sehr, sehr wichtig, weil du kannst nicht mehr die Vergangenheit irgendwie erleben. Du kannst sie nur wirklich dann loslassen, heilen, indem du hier wirklich dich, wie kann man das sagen, wirklich dann auch loslässt von dieser Vergangenheit, dass du dich nicht mehr mit dieser Vergangenheit identifizierst. Weil die Seele, das ist ja so, wir blicken in die Vergangenheit und sagen, okay, ich hätte das vielleicht anders machen können oder ich hätte das so gemacht, dann wäre das nicht passiert. Das stimmt nicht, ne? Wie gesagt, ich lese sehr viel und das ist jetzt nicht, dass ich das erfinde, lieber Krebs. Wenn man sehr viel liest, dann wird man das auch sozusagen feststellen, dass auch sozusagen die Utopie, ich hoffe, dass ich das auch richtig sage, bei uns sagt man das Utopia, die Utopie ist ja sozusagen, sie wächst immer, das bedeutet, du hast immer mehr Bewusstsein, du kannst immer besser handeln, ne? In die Vergangenheit konntest du das tun, aber jetzt hast du einen anderen Bewusstsein, ne? Du siehst jetzt die Situation anders, ne? Du bist ja sozusagen auch gewachsen und deine Utopie ist auch gewachsen, ne? Du wirst immer mehr verstehen, immer mehr Bewusstsein erlangen. Ne? Das ist das, was ich damit meine. Okay, mach dich da wirklich nicht verrückt, weil du gibst ja dein Bestes, lieber Krebs. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Das ist auch das, was die Karten dir empfehlen. Ne? Wir sind hier gerade in deiner Resonanz sozusagen. Ne? Du resonierst so gerade. Das ist sehr wichtig. Das ist deine Anziehungskraft. Und wenn du Menschen anziehen möchtest, ne, die dann auch sozusagen dir etwas geben können, diese Liebe, dann musst du sie dir zuerst geben. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das wirklich das Allerwichtigste, dass du dir diese Liebe auch schenkst, dass du dir hier keine Schuld gibst, dass du hier dir keine Vorwürfe gibst, dass du hier nicht unbedingt wirklich immer auch tendierst, in die Vergangenheit zu reisen. Ne? Das ist hier wirklich die Persönlichkeit. Das ist auch der Geist, der das gerne tut, die männliche Seite, aber die weibliche Seite lebt hier und jetzt. Das ist das Allerwichtigste. Okay, machen wir weiter.
falls du jetzt irgendwelche Geräusche hörst, lieber Krebs, ich sage es dir, das ist meine Tasse. Ich trinke hier auch, ne, weil, wie gesagt, ich spreche so viel und ich habe gemerkt, dass ich dann danach keine Stimme mehr habe. Okay, ich mache weiter mit den Orakelkarten. Ich mache ganz langsam, weil die fallen hier wirklich ab. Also die sind hier wirklich sehr schnell, die Karten, weil die auch sehr dick sind. Und da sind schon zwei Karten, glaube ich, gefallen. Mal schauen. Also hier sind schon ein paar Karten gefallen. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil die sind richtig dick. Sehr, sehr dick, ne, die Karten. Wow. Wir haben hier etwas, also wir haben hier Ricchezza, das bedeutet Reichtum. Da wir jetzt hier von der Liebe sprechen, können wir auch sagen, dass du hier wirklich auch diese Fülle, die dir fehlt, ne, diese energetische, wie kann man das sagen, wenn du jetzt hier vieles erlebt hast, ne, dann solltest du dir wirklich diese Fülle auch geben. Du solltest hier diese Fülle dir von selbst geben, ne? Indem du hier auch mal etwas für dich tust, ne? Also Scampagnata ist auch ein kleiner Ausflug, das könnte auch gut sein. Du brauchst hier auch mal Zeit für dich, wenn du in einer Partnerschaft bist, nimm dir auch diese Zeit für dich und deinen Partner, ne? Schau, dass du hier auch wirklich dir Zeit nimmst, ne, für euch zwei. Das ist sehr wichtig, ne? Wir sind hier auch im Wasserelement. Der Krebs braucht auch diese Zeit, ne, mit seinem Partner, mit seiner Familie, ne? Das könnte hier aber auch gut sein, dass du hier auch jemanden treffen könntest, ne, der hier auch in einer hohen Position ist, weil wir haben jetzt hier diese Krawatte, das bedeutet hier auch, könnte hier auch eine Energie sein, ne, eine Energie, die du vielleicht auch noch nicht kennengelernt hast, ne? Hier könnte auch jemand sein, den du kennenlernen wirst, ne? Jemand, der auch eine hohe Position schon erreicht hat. Also es geht hier wirklich um den Reichtum, ne? Das könnte aber auch gut sein, dass du hier jemanden in einer geschäftlichen Situation kennenlernen wirst, ne? Weil wir sehen hier wirklich diese Karten, die zusammen auch harmonisieren können, ne? Du siehst ja hier kleiner Ausflug, vielleicht gehst du auf eine Geschäftsreise, vielleicht wirst du ja auch jemand kennenlernen, mit dem du zusammenarbeitest oder wirklich, du hast ihn noch nie gesehen, aber du betätigst hier eine Reise, einen kleinen Ausflug und du wirst hier in dieser Reise jemand kennenlernen, ne? Dieses Reichtum ist nicht nur aufs Geld sozusagen umzusetzen, weil das Reichtum ist ja auch in uns, ne? Wir reden hier von der Liebe. Das bedeutet, das allererste, was du tun solltest, ist, lieber Krebs, diese Liebe dir schenken, ne? Du sollst das erlauben. Du sollst erlauben, dass du diese Liebe auch bekommst. Manche Menschen fühlen sich auch nicht in diese Höhe, ne? Dass sie jetzt diese Liebe auch bekommen dürfen, ne? Mir fallen diese Wörter gar nicht auf Deutsch ein. Das ist so schwer manchmal. Wirklich, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Aber stell dir mal vor, lieber Krebs, denkst dir oder du vermutest, dass du manche Dinge gar nicht verdienst. Aber das ist ja ganz anders. Du verdienst sie, ne? Du verdienst sie wie jeder andere. Gib dir auch diese Chance, ne? Gib dir auch diese Chance. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass hier wirklich jemand auf dich zukommen könnte, der wirklich auch hier, ich würde sagen, dir auch etwas anbieten kann, ne? Wie gesagt, mit dieser Karte können wir auch das so umsetzen. Wir können aber auch sagen, dass es dir momentan energetisch, dass du wirklich auch hier im finanziellen Aspekt, dass es dir wirklich auch sehr gut geht, ne? Du hast hier diese Fülle, ne? Das ist ja dann auch klar, dass wenn hier auch sozusagen diese Heilung entsteht, ne? Die Heilung in der Liebe, dass dann auch die Fülle sozusagen in diesen finanziellen Aspekt, ne, dann auch rübergeht, ne? Dass du hier dich auch glücklich fühlst, dass hier gerade auch dein finanziellen Aspekt, ne, deine Situation geht hier auch Richtung bergauf,
Ne? Also hier sind sehr viele Situationen. Und wie gesagt, du könntest hier auch jemanden in einer geschäftlichen Situation auch kennengelernt haben. Ne? Das kann man ja nie wissen. Das könnte auch gut sein, du arbeitest mit jemandem, ne? Und zwischen euch zwei funkt's auch. Ne? Das könnte ja auch gut sein. Also hier sind wir relativ offen. Ne? Lieber Krebs, also auf jeden Fall darfst du nicht in dir diese Hoffnung verlieren. Das ist sehr wichtig, dass du an dir glaubst, ne? An deine Wertschätzung, dass du dir als erstes diese Fülle gibst, ne? Du siehst es ja hier, Heilung. Du hast Beziehungen, Situationen gebraucht in der Vergangenheit, um zu lernen, ne? Aber jetzt darfst du dich lösen von dieser Vergangenheit, ne? In der Liebe. So, lieber Krebs, wir schauen jetzt deine aktuelle Energie uns an mit den Osho-Zellen. Deine aktuelle Energie, ne? Für den lieben Krebs, deine aktuelle Energie, deine Anziehungskraft, ne? Aus dieser energetischen Sichtweise. Eine ist schon gefallen. Okay, wow, Intensität. Also du spürst jetzt hier wirklich diese Intensität. Das bedeutet, wir sind hier sozusagen bei dem Page der Stäbe. Also ich würde hier sagen, du bekommst hier eine Gelegenheit. Also energetisch wirklich, du packst hier diese Gelegenheit. Es könnte gut sein, du bist jetzt hier auch auf diesen Abenteuer, ne? Du lässt dich hier leiten. Du bist wie dieses Pfeil, ne? Du gehst hier wirklich direkt, ne? Du spürst hier auch diese Intensivität. Also ich würde jetzt sagen, dass du hier wirklich auch auf diese Abenteuer, ne? Auf diesen neuen Abenteuer dich auch fallen lässt, ne? Was auf dich zukommt. Was ich auch vorhin gesagt habe, hier ein kurzes Trip, ne? Dass du hier etwas irgendwie reisen könntest, irgendwo hingehen könntest, ne? Also das könnte hier gut sein. Wow, Augenblick zu Augenblick, ne? Hier muss man immer diesen Gleichgewicht halten. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, weil hier könnte es auch gut sein, da wir jetzt hier vorhin über diesen finanziellen gesprochen haben, ne? Dass man hier auch den Gleichgewicht hält, lieber Krebs, ne? Das könnte auch gut sein, dass du jetzt hier auch diese Tendenz haben könntest, indem jetzt vielleicht du meinen könntest, ja, die Liebe ist so lala, aber bei mir läuft es gerade finanziell. Also du brauchst, wie gesagt, bei dem Krebsmenschen, ne, diese Liebe braucht man ja auch, ne, diese Person, die auch einem beisteht, das ist auch sehr wichtig. Ich könnte mir jetzt auch hier vorstellen, vielleicht konzentrierst du dich ja nur in der Liebe, ne? Also es ist immer wichtig, weil zwei der Münzen ist für mich auch diese Energie. Man darf nicht diesen Gleichgewicht verlieren, ne? Diesen Gleichgewicht mit mehreren Situationen, aber auch sich richtig zu entscheiden. Auch wirklich achtsam, du siehst es ja hier, Augenblick zu Augenblick. Also er hält hier diese Balance. Also es ist sehr wichtig, dass du hier den Gleichgewicht nicht verlierst, ne? Lieber Krebs, es könnte hier auch gut sein, dass du manchmal auch sehr tendierst, auch impulsiv zu sein, ne? Weil wir haben hier auch so eine Karte, die uns da auch diese Impulsivität zeigen kann, eine leichte Impulsivität. Also das ist jetzt hier keine starke wie der Ritter der Stäbe, aber trotz dessen, ne, wenn du jetzt hier dich fokussierst, dann könnte es auch gut sein, dass du hier auch mal manchmal langsam tun solltest, ne? Vorsichtig, ne? Augenblick zu Augenblick. Du siehst es ja hier, wie er das schön macht. Er meistert es, ne? Also energetisch, ne, ist es hier auch sehr wichtig, dass du dieses Gleichgewicht nicht verlierst. Und dieses Gleichgewicht ist ja auch in dir drin. Du weißt es ja, ich habe es ja vorhin auch gesagt, wie ich das vorhin erwähnt habe, dass du hier auch deine Mitte findest, ne? Was ich vorhin erwähnt habe mit dieser Situation, dass du auch Dinge verdienst, ne, in deinem Leben. Du verdienst das auch geliebt zu werden. Das ist sehr wichtig, ne? Also manche stellen sich ja auch vor, dass sie diese Schuld haben, ne? Und diese Schuld, das ist dann auch nicht schön, ne? Das ist dann auch für dich sehr, sehr
emotional. Das könnte dann auch sozusagen dann hier dieses Selbstzweifel, ne, dazu führen, dass du dann auch an dir nicht glaubst, dass du dir diese Schuld gibst, die du gar nicht hast, ne? Wie gesagt, das könnte ja auch gut sein, dass du hier diese Legung dir anschaust, aber es könnte ja auch die Person gegenüber von dir sein, ne? Also Krebs, da muss man immer wirklich relativ offen sein. So, jetzt schauen wir mit den Tarotkarten für dich, lieber Krebs, ne? Jetzt schauen wir mal mit den Tarotkarten deine aktuelle Situation in der Liebe. Wow, okay, deine aktuelle Situation in der Liebe. Das ist hier und jetzt alles, ne? Das kann aber auch mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Wow, also du gehst jetzt hier wirklich nach deiner Leidenschaft. Also du spürst hier wirklich diese Leidenschaft. Das könnte hier auch gut sein, dass du hier jemand treffen kannst, ne? Dass du gleich merken wirst, ne? Dass hier sehr viel Leidenschaft ist zwischen euch zwei. Aber hier ist auch diese Tendenz, dass hier auch jemand Angst haben könnte. Weil sieben der Stäbe ist ja auch diese Karte, die sagt hier in diesem Defensive, ne? Man baut sich hier eine Mauer sozusagen auf, weil man Angst hat, verletzt zu werden, ne? Also ich bin da wirklich sehr vorsichtig, bevor ich mit dieser Person mich auch einlasse. Also wie gesagt, du könntest diese Person auch in einer Geschäftsreise kennenlernen, weil wir haben jetzt hier auch diese Feierkarte. Das könnte gut sein, dass du hier diese Person ja auch unter Freunde kennenlernst, ne? Also du gehst hier wirklich auch Richtung dieser Person, aber du bist dir hier noch vorsichtig. Also man sollte hier auch diese Situation wirklich nicht unbedingt sozusagen, wie ich ja vorhin gesagt habe, ne, sofort bei der ersten Gelegenheit sie schmeißen. Das machst du richtig, lieber Krebs. Was ich hier mir auch vermute, ist, dass du hier auch sehr vorsichtig bist. Das könnte aber auch gut sein, dass diese Person auch deine Geschichte weiß, wenn du hier etwas erlebt hast. Vielleicht habt ihr darüber gesprochen und diese Person respektiert dich ja auch und möchte ja auch sehr viel von dir lernen, möchte sehr viel auch von dir sozusagen kennenlernen, ne? Und ist sich da auch vorsichtig. Also das könnte hier die erste Variante sein, ne? Weil 8 der Münzen bei einer Beziehung ist ja sozusagen, man lernt wirklich voneinander, man versucht etwas voneinander zu lernen. Das also, wie gesagt, weil hier könnte auch gut sein, dass einer von euch zwei, das könnte aber auch der Gegenüber von dir sein, ne? Man versucht hier auch wirklich den anderen nicht sofort ranzulassen. Also ich meine jetzt nicht hier diese intime Sphäre, das könnte ja auch gut sein, aber ich meine jetzt wirklich auch gefühlsmäßig, ne? Ich meine Emotionen, ne? Man hat ja auch Angst, diese Emotionen zu zeigen. Diese Emotionen, ne? Vielleicht hast du eine starke Anziehungskraft oder diese Person hat diese starke Anziehungskraft, aber diese Person könnte hier diese Anziehungskraft, ne, die er gegenüber von dir hat oder sie, nicht zeigen, weil auch hier Angst ist, ne, dass man hier jemanden verletzen kann, dass man vielleicht etwas Falsches macht, ne. Das könnte aber auch deine Energie sein, ne. Du versuchst hier wirklich Augenblick zu gehen, ne? Du versuchst hier wirklich diese Balance zu halten, dass du hier wirklich nicht dann wieder verletzt wirst, ne? Das ist ja diese Angst, die wir haben. Also vielleicht wurdest du schon mal verletzt, ne, lieber Krebs, und dann stellst du dir ja vor, wenn wir zu schnell sind, wenn wir wieder vielleicht dasselbe Fehler wiederholen, ne? Weil du hast hier ein neues Beginn. Ass ist immer ein neues Beginn, aber hier ist eine starke Anziehungskraft. Hier ist sehr viel leidenschaftlich. Es könnte auch gut sein, dass du hier jemanden kennengelernt hast. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, weil es könnte auch gut sein, du hast hier eine starke Leidenschaft gegenüber jemandem, der auch verheiratet sein kann. Das wird mir hier gerade kanalisiert. Also wirklich, vielleicht bist du da dir auch vorsichtig, ne? Das könnte ja auch gut sein. Also jetzt schauen wir mal weiter. Wir schauen weiter, wieso wir hier 7 der
Stäbe haben. Wieso haben wir 7 der Stäbe bei dem lieben Krebs? Wieso? Aufklärungskarte. Wieso haben wir hier 7 der Stäbe? Weil du Angst hast. Weil du Angst hast, wieder so etwas zu erleben. Du hast hier ein großes Arkane, ne? Das darfst du nicht vergessen, was ich ja vorhin gesagt habe. Das hast du gebraucht. Ich weiß, das hört sich wirklich hart an. Weil, wie gesagt, ich habe auch eine frühere Beziehung gehabt. Ich bin ja auch so wie euch alle da draußen. Ich habe auch einen Ex gehabt. Und da hat man auch sehr viel erlebt, ne? Und da hat man dann auch diesen, man merkt ja auch, ne? Dann diesen, wie sagt man das, den Unterschied. Ne? Zwischen eine toxische Beziehung und eine gesunde Beziehung. Ne? Und du hast aber aus dieser Beziehung dann auch etwas gelernt. Also du hast, wie gesagt, man lernt hier auch zu vergeben, das ist ja auch richtig, aber man lernt auch gleichzeitig von einer toxischen Beziehung. Du lernst etwas und er hat etwas gelernt oder sie und er, ne? Das kommt immer drauf an, wer diese Legung sich anhört. Aber sehr wichtig, ne, lieber Krebs, das darf man nicht vergessen. Man lernt nicht nur das Dekonstruktiv, also dieses Negative, das ich benutzen möchte, das Wort, sondern du lernst auch positive Seite. Du wächst, ne? Du bekommst hier wirklich dann auch diese neue Sichtweise. Du verstehst dann auch, ne, dass hier auch eine toxische Beziehung ist und du hast dann auch hier dann sowieso Angst, dass sich das dann wiederholen kann, ne? Dass sich hier diese Beziehung dann auch sozusagen wiederholen kann. Dass hier etwas sozusagen wiederkommen könnte, ne? Wiederkehren könnte, so eine Situation. Was ich hier aber auch noch sagen kann, ist, dass du hier mit jemandem auch zu tun haben könntest, in dem hier eine sexuelle Anziehungskraft ist. Und deswegen ist es ja auch so, dass du hier vorsichtig bist. Also ich kann mir hier auch vorstellen, dass du hier auch mit jemandem vielleicht was ausgemacht hast, ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass du erstmal hier, sagen wir mal so, man nimmt sich hier nichts Ernstes, ne? Man möchte vielleicht hier nichts Ernstes. Vielleicht ist es ja auch die andere Person gegenüber von dir und du weißt hier ganz genau, dass du immer in diese Defensive bist, weil du weißt, dass diese Person mit dir hier nur diese intime Seite möchte, ne? Also hier haben wir mehrere Varianten. Entweder ist es so hier, dass du dich beschützt, dass du hier diese Mauer aufgebaut hast, weil du Angst hast, dass es wieder geschehen kann, weil ich das hier gesagt habe, durch deine Vergangenheit irgendetwas, ne? Der Krebs ist ja auch ein Mensch, der nicht vergisst, das dürfen wir nicht vergessen. Der Krebs beinhaltet wirklich dann sehr viel an Emotionen und da muss man sehr viel arbeiten, ne? Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, ich arbeite immer meine Emotionen, das dürfen wir nicht vergessen. Also das ist sehr wichtig, dass man immer dran arbeitet. Das könnte hier aber auch gut sein, dass du hier ganz genau weißt, dass hier eher eine, ich würde sagen, wirklich diese Anziehungskraft hier, diese sexuelle Anziehungskraft da ist und du dir vielleicht auch mehr vorstellen möchtest oder du bist hier wirklich tatsächlich mit jemandem zusammen oder du hast hier etwas mit jemandem, der verheiratet sein könnte. Ne? Also da muss man wirklich vorsichtig sein, ne? Sehr, sehr vorsichtig. Am Ende des Tarotkarten habe ich hier auch einen König der Schwerte. Jemand, der vielleicht nur das eine möchte von dir, nur das eine möchte und du immer wieder reinfällst oder du bist immer wieder reingefallen, ne? Aber das könnte auch gut sein, jetzt gibst du hier wirklich diese Person auf das Ultimatum. Ja, weil, also du, ich weiß jetzt nicht, entweder fühlst du dich hier gefangen, schau mal, was wir hier haben, entweder fühlst du dich hier gefangen von dieser Beziehung oder er fühlt sich hier gefangen. Vielleicht schaust du dir diese Legung an und es könnte ja auch gut sein, du wurdest hier auch betrogen. Das können wir auch sagen, also weil ich kann jetzt hier die Karten nicht schön reden und diese Person möchte hier zurückkehren, ne? Diese Person möchte hier wieder zu seiner Familie, weil wir haben hier 10 der Münzen, ne? Das könnte auch gut sein. Du schaust dir diese Legung an und es geht hier tatsächlich um deinen Mann, ne? Der hier etwas gehabt hat. Und er möchte es mit dir wieder versuchen. Aber es könnte ja auch gut sein, dass diese Person, ne, irgendwie hier so tut. Ne? Hier tut er so.
Nichts. Ich möchte jetzt hier mal eine Aufklärungskarte, weil Acht der Schwerte ist auch immer so eine Karte. Das könnte ja auch gut sein, du machst dich hier auch sehr viele Gedanken. Du bist hier diejenige, die sehr viele Gedanken, weißt du, dieses Kopfkino, das könnte ja auch gut sein, ne? Das kannst du so oder so sehen. Du machst dich hier sehr viele Gedanken, weil du immer noch irgendwie an die Vergangenheit denkst, ne? An das, was war. Wie gesagt, vielleicht warst du schon mal verheiratet. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier dich selbst sozusagen gefangen hast, weil du mit jemandem zusammen bist, der verheiratet ist. Ne? Ihr habt hier wirklich eine Bettgeschichte, kann man auch gut sagen, weil wie gesagt, es kommt immer drauf an. Das ist nicht schön, lieber Krebs, das wissen wir ja ganz genau. Da muss man sich ja auch irgendwie dann auch befreien. Das kann aber auch zu tun haben, indem du immer noch an deine Vergangenheit denkst. Also hier haben wir sehr viele Varianten. Also ich vermute jetzt ganz stark, da wir jetzt hier, ich sage mal so, ich stelle mir hier vor, da ich gesagt habe, eine Aufklärungskarte, ne? Das ist für dich sehr viel. Das, was du gerade erlebst, ist sehr viel. Du erlebst gerade sehr viel in deinem Leben, ne? Kommunikationen, also für mich ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Neun der Stäbe ist immer diese Karte. Ich muss ständig mich verteidigen von etwas, was schon passiert ist. Ne? Ich bin auch relativ ruhig. Ich habe Angst, dass es wieder geschehen kann, weil du hast hier auch, ne, Ass der Kelche sozusagen, jetzt wollte ich gerade sagen Münzen, es tut mir leid, vor lauter dann reden und kanalisieren. Also du hast hier wirklich, das könnte gut sein, du hast hier einen Neustart. Du könntest hier wirklich jemand kennengelernt haben, aber du hast nicht den Mut oder diese Person hat hier nicht den Mut, ne, sich zu melden oder diese Leidenschaft, ne, das ist ja dann auch diese Angst, die wir haben. Angst zu zeigen, was wir fühlen. Angst zu haben, zu zeigen, dass wir auch diese Anziehungskraft haben, ne? Weil wir reden hier von einer Leidenschaft, die sehr stark ist, ne? Weil wie gesagt, der Teufel könnte auch gut sein, du hast hier Angst, diese Leidenschaft zu zeigen, ne? Kein Wunder, dass du hier auch Acht der Schwerte hast, ne? Du fängst dich hier selber, du machst dir hier zu viel Kopfkino, du zweifelst an dir selbst, ne? Also wie gesagt, lieber Krebs, hier sind sehr viele Varianten offen, ne? Weil wie gesagt, du musst hier den Mut haben, vorwärts zu kommen. Du könntest hier auch sagen, dieser Person den Mut haben zu sagen, falls diese Person auch verheiratet ist, entweder wir gehen hier eine wahre Beziehung ein, wenn du das möchtest, ne? Weil wie gesagt, das könnte ja auch deine Energie sein. Oder wir lassen es sein, ne? Dass du hier auch den Mut hast, die Wahrheit zu sagen, dich zu offenbaren, ne? Oder das ist jetzt die Person, die gegenüber von dir ist, die auch sehr von dir sozusagen besessen ist. Ich könnte auch sagen, diese Person hat eine Anziehungskraft gegenüber von dir. Das könnte ein Kollege sein, vielleicht auch ein Freund. Und er sagt es dir nicht, ne? Weil er auch Angst hat. Also hier sind wir wirklich mit sehr viele Perspektiven offen. Also wie gesagt, das ist hier wirklich sehr, sehr offen, weil du hast hier wirklich etwas Neues. Etwas auch mit Gefühle verbunden ist. Ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du Angst hast, lieber Krebs, dass du hier Angst hast, weil du hast hier auch den Narr. Wage es, wage es. Setze wirklich jetzt da die ganze Kraft um. Lass dich fallen. Lass dich fallen, wenn du hier etwas Leidenschaftliches hast, ne? Sagen wir mal so, lieber Krebs, du bist hier Single oder du hast hier jemanden kennengelernt und du lässt dich aber nicht hundertprozentig fallen, weil du Angst hast, verletzt zu werden. Das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Man darf keine Angst haben. Wenn wir immer in die Angst leben, dass das wieder zurückkehren kann, dann können wir ja nie glücklich sein, ne? Man muss sich da wirklich leiten lassen.
Hier ist es auch, was ich gesagt habe. Hier ist vielleicht auch ein Abenteuer. Aus diesem Abenteuer könnte auch etwas Ernstes werden. Wie gesagt, also weil hier sind sehr viele Perspektiven. Entweder hast du Angst, weil du schon mal verheiratet warst, oder du hast hier mit jemandem zu tun, der verheiratet ist. Das könnte ja auch gut sein. Diese Person versucht hier auch, sich zu melden, versucht auch, mit dir zu kommunizieren. Ne? Das könnte aber auch deine Energie sein. Aber man muss sich hier auch trauen. Ne? Das könnte auch gut sein, dass diese Person oder du dich nicht traust. Ne? Man traut sich hier nicht, seine wahren Gefühle zu äußern. Ne? Also, wie gesagt, der Narr ist hier am Ende des Tarot. Du hast hier eine Evolution, das wissen wir ganz genau. Das ist wichtig, dass du hier auch sozusagen weiterkommst, weil es hängt ja alles ab, ne? Ob du jetzt hier wirklich zufrieden mit dir selbst bist auch, ne? Weil du bist ja sozusagen immer der Spiegel von dem anderen. Das dürfen wir nicht vergessen, lieber Krebs. Also, da sind wir relativ offen. Ne? Schenk dir diese Liebe, falls du jetzt hier wirklich alleine bist. Ne? Trau dich auch, etwas anzufangen. Gib dir auch diese Chance. Ne? Weil, wie gesagt, entweder machst du dir hier sehr viel vor. Alles kommt von dir. Das ist alles im Kopf, ne? Dieses Kopfkino. Das könnte hier aber auch gut sein. Du bist hier mit jemandem zusammen oder du hast dich hier verliebt. Oder man hat hier auch sozusagen eine intime Beziehung mit jemandem, der auch verheiratet sein kann. Ne? Das könnte aber auch deine Situation sein. Ne? Du schaust dir diese Legung an, lieber Krebs, und es geht hier um deinen Mann oder deine Frau, ne? Und man versucht hier diesen Neustart zu haben, ne? Man überwindet hier diese Angst. Das kommt immer drauf an, ne? In welcher Situation du dich gerade befindest, lieber Krebs. Also, das waren deine Karten, lieber Krebs. Ich bitte dich, zwinge dich nicht. Erzwinge dich ja nicht, ne? Das ist hier eine sozusagen eine Legung, die uns auch behilflich sein kann, ne, um zu meditieren, was gerade geschieht. Wie kann ich diese Situation auch sozusagen bewältigen? Ne? Das ist ja auch wichtig. Also von dem her, schau, was mit dir in Resonanz gehen kann. Ne? Du valutierst es, du hörst dir auch deine anderen Energien an. Das ist ja sehr wichtig, weil das ist eine kollektive Legung. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Okay, lieber Krebs, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf und bleib weiterhin gesund. Tschüss!